So, gute Nachrichten oder auch erstmal schlechte. Mein Fahrrad ist geklaut worden. Und jetzt habe ich mir in Köln-Kalk, ist das hier Köln-Kalk oder Köln-Mühlheim, ein neues Fahrrad geholt. Und direkt die nächste Flüchtlingsgeschichte. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Super. Mhm. Vorname Super, Nachname Sai. So wie Super eigentlich? Mit A am Ende. Ja. Und wir haben das losgelassen. Genau. Entschuldigung. Bitte schön. Tschüss. Tschüss. Und du kommst aus welchem Land? Oder Sie kommen aus welchem Land, verzeihen? Französisch. Ja. Ich komme aus Irak. Bin vor ungefähr 10,5 Jahren nach Deutschland gekommen. Und wie bist du gekommen? Auch über den Meeresweg. So über welchen Meeresweg? Also wirklich Türkei, Griechenland? Türkei, Griechenland, die Ecke. Dann das ist doch neuerdings erst. Also seit September machen die Leute das doch, oder schon länger? Schon länger. Das ist schon ewig schon dreifach, glaube ich, der Weg gewesen. Ah, noch nie davon gehört, so in der Menge, ne? Aber es ist tatsächlich so der Fall gewesen. Und mit der Familie dann? Und nee, mein Papa war vorgekommen, mhm. Ein Jahr vorher. Und dann sind wir nachgekommen mit der Familie, Bruder, Mama und meine Wenigkeit. Und wie läuft Integration, wenn sie so geglückt ist wie bei dir? Also Sprache in der Schule gelernt oder? Wir kamen hier dann direkt auf eine Schule, Realschule. Mhm. Und da wurden wir in so Vorbereitungskurses reingelegt, wo wir die Sprache gelernt haben. Und danach kamen wir in eine Regelklasse und ab und Anschluss haben wir dann auch Abitur gemacht, mein Bruder und ich. Und so sind wir dann, so haben wir die Sprache gelernt, also innerhalb von einem Vorbereitungskurs. Und jetzt habt ihr einen Fahrradladen eröffnet? Genau. Aber den haben wir jetzt schon seit ungefähr 6 Jahren. Und wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Es kommen ja, ich habe gehört, viele Iraker gehen jetzt auch wiederum weg. Oder wie siehst du dies momentan, dieses 2015, dieses Phänomen der Flüchtlinge? Weil du bist ja dann schon eine ältere Generation Flüchtlinge. Ich bin ja schon eine ältere Generation, genau. Also ich bin das, über die Not von Menschen wird momentan in Deutschland viel spekuliert, viel geredet, viel auch Geld gemacht oder Politik gemacht vor allem. Wenn wir überlegen, was die AfD für Prozentzahlen jetzt erwartungsgemäß kriegen würde in manchen Städten oder der Bundesländer. Ich denke mir allerdings aber, dass der direkte Kontakt von Menschen zu den Flüchtlingen ist das Wichtigste. Weil wie Sie jetzt Kontakt zu den Flüchtlingen oder beziehungsweise zu Menschen mit Integrationshintergrund Kontakt mit Menschen mit Integrationshintergrund haben, wissen Sie, dass viele der Sachen einfach so ganz stimmen. Wie ist denn die Situation gerade im Irak? Weil in den letzten Wochen sagt man ja, es wird sicherer, ne? Also das kommt ganz drauf. Also im Norden Iraks, da wo die autonome Bodenregion ist, wo ich auch ursprünglich herkomme, ich bin ja ursprünglich Kurde. Im Norden ist das relativ sicher. Allerdings ist die wirtschaftliche Lage dort sehr, sehr, sehr schlecht. Wobei wir müssen überlegen, dass 80% der Menschen dort bei der Stadt angestellt sind. Mhm. Die haben alle seit 4-5 Monaten kein Gehalt bekommen. Und hungern wahrscheinlich? Hungern nicht direkt aus, aber die haben einfach keine Perspektive. Also wenn 4-5 Monate nicht gezahlt wird und mit Voraussetzung, dass das später auch nicht gezahlt wird, ist das Gehalt des Einwohners nicht so eine gute. Und hast du hier in Köln Kontakt mit Flüchtlingen? Also, oder sind praktisch Familienmitglieder von dir oder Freunde aus dem Irak auch gerade geflüchtet? Nicht direkt. Ja. Weil die Familienmitglieder, mit denen wir die ich dort noch habe, die waren ursprünglich alle aus Bagdad und die sind alle nach Norden geflüchtet. Mhm. Was heißt Norden? Also die haben in Bagdad gelebt, das heißt mehr im Zentrum und nach Norden ist das in der autonomen Kurdenregion. Ja. Aber da ist es, die sind aber alle noch im Irak dann? Größtenteils. Meine Schwester lebt aber in Schweden mit ihrem Mann, die hat dort geheiratet. Aber sonst habe ich nicht so viel Kontakt zu ihnen. Und deine Perspektive, du willst in Deutschland bleiben oder willst du irgendwann zurück? Obwohl du bist wahrscheinlich immer hier gewesen, dann schon vom Gefühl, ne? Ja, vom Gefühl her, ich will ja nicht irgendwie zurück, weil ich habe jetzt eine deutsche Frau geheiratet, haben wir ein Kind bekommen und deswegen wollen wir auch. Oh, herzlichen Glückwunsch. Danke. Wie alt bist du? 25. Also alles Gute und hast du noch irgendwas, eine hoffnungsvolle Botschaft für alle, die jetzt vielleicht doch ein bisschen ins Fremde gekommen sind, die sich Sorgen machen wegen dem Islam und dem Terrorismus? Was kann man den Leuten noch mitgeben? Ja, dass sie nicht möglicherweise den Leuten würde ich mitgeben, nicht so viel RTL zu schauen, nicht die Bild-Zeitung zu lesen, nicht zu viel Facebooken. Nicht zu viel Facebooken und einfach den direkten Kontakt suchen. Und was heißt Tschüss auf Irakisch? Nachwahafis. Danke, tschüss. Bis